Ich finde, Berlin hat so viele verschiedene Facetten, sagt man dazu, ne? So einzelne Arten. Das ist aber total sichtbar, was aus Berlin kommt, finde ich. Die Buchstaben sind lebendig. Die sind wirklich lebendig. So als wenn die sich eigenständig bewegen können. Nicht wie ein Stempel, sondern wie als wenn die davor tanzen schon. Gut, ne? Haben wir schon gemacht? Ja. Okay. Fanny, habt ihr schon, ne? Ja, okay. Das ist so ein cooles Gefühl. Da fährt so ein Blechkasten rein und dann ist da einfach voll fette Piece drauf. Und wenn es dann noch schön bunt geworden ist. Boah. Habe ich gerade geschafft. Also Graffiti auf Trains ist auf jeden Fall der Real Deal, sag ich mal so. Das ist it. Das ist die Sache überhaupt so. Damit hat alles angefangen, auf den Zügen. Dass wir in Berlin seit 20 Jahren Leute haben, die auf Trains malen und auch nur waschechte Train-Bomber sind, wie sie im Buche stehen, sag ich mal so, das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass Berlin das New York von Europa ist einfach. Das kann jedes Kind von 6 oder 8 Jahren, da ist doch kein nichts dabei da. Das unästhetisch besorgt hinaus sowas. 84 und 85, glaube ich, habe ich die zwei Filme gesehen. Beat Street, White Style. Ja, und dann habe ich gedacht, so, naja, wegen den Filmen auch, jetzt muss ich das auch mal machen. So. Das muss einfach sein. Das muss da so ein Spaß sein. Hier gemalt, da steigen die Leute ein und da ist auf der Strecke mit Geschwindigkeit. Und das ist wirklich so wie im Fernsehen, wie ich es da gesehen habe, wie Affe sieht, Affe macht auch. So habe ich mich gefühlt. Und da habe ich gedacht, das macht Affe gut. Und da wollte ich es eigentlich nur noch machen. Und die anderen Sachen wollte ich gar nicht machen. Ich habe ja seit meinem kleinsten Erinnerungsvermögen habe ich schon gemalt. Da war ich 5 oder so, wo ich genau weiß, ein Stift in die Hand. Und auf dem Papier, das macht ja jeder eigentlich so. Aber bei mir war das so, es hat einfach nicht mehr aufgehört, diesen Stift in meiner Hand zu halten. Und ich hatte keine Lust, zum Beispiel meine Energie dahin aufzuwenden für dieses Rumpöbeln und sowas. Da habe ich meine ganze Energie da reingesetzt und habe dann eher so diese schwungvolle verbale Geschichte, habe ich dann versucht umzusetzen in Zeichnung. Comics wie bei Clever und Smart, die haben ja auch schon so funky Buchstaben gemacht.
Das hat mich auch fasziniert. Naja, 84 sozusagen, dann habe ich den richtigen Griff gemacht an die Buchstaben. Da waren, glaube ich, wir so die Einzigen oder die Ersten, die in der Stadt auch überall bunte Bilder oder halt auch mit Silber hingemalt hatten. Das erste Mal wurde ich aufmerksam auf Graffiti durch einen Freund. Das war so die Breakdance-Zeit und Breakdance, die ganze Hip-Hop-Sache kam hier rüber. Ja, der meinte, lass uns einfach mal sprühen gehen. Also wollten Graffiti machen, aber haben nicht so hundertprozentig noch nicht gewusst, was Graffiti ist. Das war so ein gleitender Übergang von so ein bisschen auf dem Papier, dann hier mal in irgendeiner Straßenecke oder einer Schule. Und das war eher unmerklich, dass es wirklich losging. Und dann hat man sich so innerhalb von wenigen Monaten durch Bekanntschaft mit anderen Leuten ziemlich schnell so in so einer, naja, Graffiti-Hip-Hop-Szene befunden. Ja, früher, wenn ich dann einfach mal auch durch die Stadt gezogen bin, mich überall die Pieces und die Bilder verfolgt. Und die haben mich dann so doll in Bann gezogen, dass ich dann irgendwann auch selber davon begeistert war und selber auch malen wollte. Ich glaube, dass die Motivation damals, die bestand einfach nur darin, auszubrechen. Auszubrechen so aus den Normen, die irgendwie da Standard waren. Und an irgendeiner Form teilzuhaben, so, die nicht normal war. Eine Motivation gab es anfangs gar nicht, um Graffiti zu machen. Das war eigentlich dieser Spieltrieb, dass man einfach seine Grenzen ausloten wollte, denke ich mal. Der Impuls kam durch die Möglichkeit, sich selbst nach oben zu pushen. Ja, du kannst halt was erreichen im Graffiti. Du bist auf niemanden angewiesen, so. Du kannst deinen Namen verbreiten und du kannst das machen, wann du willst, wo du willst und wie du willst. Und dieser Zug ist natürlich auch eine Variante. Das ist natürlich auch von den Amis geprägt so. Da geht es ja in erster Linie darum, Gedanken, dass das Bild zu den Leuten geht. Dieses Prinzip von, dass man sich Kunst im Museum oder an irgendeinem festgelegten Ort anguckt, wurde einfach umgekehrt so. Weißt du, die Kunst kommt zu dir. Klar macht das Writing auch Spaß und es ist auch schön, Anerkennung zu finden von seinen Freunden und vielleicht auch von anderen. Aber im Endeffekt geht es mir um die Mission und auch sich die Nächte um die Ohren zu hauen. Buchstaben, die sich bewegen, gehören auch auf Züge, die sich bewegen. Untergrund, der sich bewegt. Das ist natürlich das Schönste für einen Sprüher, wenn er das machen kann, aber es ist ja nicht jedem gegeben, einen Zug zu besprühen. Was einen auch ultimativ dabei motiviert hat, war einfach das Abenteuer, das Katz-und-Maus-Spiel in den Schächten. Das Illegale, etwas zu tun, was man eigentlich nicht darf. Und ein positiver Nebeneffekt war dabei einfach auch so, dass man währenddessen auch noch seine Kreativität so ausleben konnte. Ja, im Prinzip ist es mir schon wichtig, dass es illegal ist, weil ansonsten könnte halt irgendwie jeder einen Zug malen. Und ja, man macht das ja irgendwie schon, auch weil es so ein Mythos ist, halt so was Geheimnisvolles in sich birgt. Und ich denke schon, es würde halt verloren gehen, wenn es jeder machen würde oder könnte. Ich natürlich von meiner Warte aus, ich kann nicht nachvollziehen, was... warum er sich selber dann letztendlich auch so da reingestürzt hat, bei allem, was es halt mit sich bringt für das normale Leben. Also bei allem, was es bedeutet an Anzeigen, an Zahlungen, an Perspektiven auch für die Zukunft oder so. Ja. Also ich meine, wenn man sich nachts den Wecker stellt, so, wenn man um 2 Uhr nachts oder um 1 Uhr nachts aufsteht, so, wo man weiß, dass man nächsten Morgen früh eigentlich normal arbeiten gehen muss. Und mitten im Winter sich anzuziehen, rauszugehen, um in die Botanik zu steigen, ständig irgendwelchen Ängsten ausgeliefert zu sein, dass man immer gucken muss. So. Also,
wie man da motiviert sein kann, also welche Kraft einen dazu bewegt, das zu machen, so, das kann ich nicht beantworten. So. Ich glaube, das kann keiner eigentlich beantworten. Ich glaube, Stefan selber könnte das auch nicht beantworten. Stefan könnte nicht beantworten, was sein Motiv war. Ich glaube, er hatte kein Motiv, er hat es einfach gemacht. Also in dieser radikalen Schaffensart und Weise, also in dieser Radikalität, das so durchzuziehen, das habe ich immer bewundert. So. Und das bewundere ich auch heute eigentlich noch. Also sonst hätte er das ja auch nicht erreicht oder sonst hätte er auch nicht diesen Status erreicht oder es geschafft, was er geschafft hat. So. Das hat er ja nur geschafft, weil er halt ohne Rücksicht auf Verluste seinen Weg gegangen ist. So. Und ich hatte, da hatte ich immer, das war eigentlich immer auch Vorbild für mich. Aber wie man im normalen Alltag, also abseits von dem Writer-Kosmos, von diesem Mikrokosmos, wie man da im Leben umzugehen hat, so, da hat er ja selber keine Ahnung eigentlich gehabt und da konnte er ja auch kein Vorbild für mich sein. Ist quasi auch so übernommen, so eine Eigenart, die Graffiti mitbringt oder das Hip-Hop-Ding, sodass man sich einfach zusammenschließt zu einer Gemeinschaft, so um mehr Aufsehen zu erregen, um halt auch ein bisschen mehr Power auszustrahlen nach draußen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das kam halt nach Deutschland, Graffiti, und gleichzeitig kam auch dieses Crew-Ding mit nach Deutschland und man hat es dann aufgenommen. So. Es macht viel mehr Sinn, wenn du mit 5, 6 Leuten einen Namen bombst, weil er halt größer ist, so der Name dann, so als wenn du es alleine machst. Du hast halt den Vorteil, dass du große Projekte starten kannst. Ja? Du bist eine Einheit und wenn es Probleme gibt, dann kannst du mit deiner Crew zusammenwirken, ja? Mit deiner Gruppe. Die Organisation ist ein großes Plus von uns und dass wir viele Leute haben, die uns auf jegliche Art und Weise unterstützen. Und das ist bei einer guten Aktion das Wichtigste. Und dann auf dem Weg nach Train nach Hause, dann hat man voll die Freude, macht alles viel mehr Spaß letztendlich so. Ja, es ist ein soziales Erlebnis, nachts loszuziehen und Sachen zu erleben, die andere Menschen wahrscheinlich nie in ihrem ganzen Leben kennenlernen werden. Mit denen du rumhängst und halt zusammen Graffiti machst, mit denen wächst du halt auch zusammen, weil das ist halt nicht so eine Erfahrung wie irgendwie, wir gehen zusammen jeden Samstag in die Disco, sondern du gehst halt richtig so in U-Bahn-Tunnel rein, du begehst Verbrechen zusammen, halt Einbruch. Also da passiert so viel Scheiße zusammen so, dass du halt auch zusammengeschweißt wirst und in dem Sinne bildet sich dann von ganz alleine schon eine Crew. Der Vorteil, wenn man alleine oder zu wenigen unterwegs ist, man ist unauffälliger, leiser und meistens auch schneller. Der Vorteil, wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, das Risiko wird geringer für den Einzelnen, wenn im Fall der Fälle Ordnungskräfte anrücken. Also die Chance ist größer, dann zu entwischen, weil das liegt auf der Hand.
Rivalität, Konkurrenzkampf. Darum geht es hier. Ohne das ist es nur Tontengehabe. Spür an sich, man kriegt also selten Lob. Ich bin speziell jemand, der sehr ungern jemanden lobt. Ich schrei am liebsten rum. Das ist einfach, ich will an Menschen den Menschen zeigen, die nicht unbedingt wie schlecht er ist, nur einfach diesen Ehrgeiz rauskitzeln, dass er es noch besser machen kann. Manche haben sich früher halt den ganzen Tag hingesetzt und gezeichnet und probiert, das S so elegant und perfekt hinzukriegen, wie es nur geht. Anderen ist es halt wichtig, 500 Züge zu machen, chrom-schwarz, innerhalb von dreiviertel Jahr oder Jahr. Und es ist dann einfach Ansichtssache von dem, der das gerade macht. Ich sehe auch eine Kunst darin, einfach viel zu haben, auch wenn es total simpel ist. Also für Außenstehende Schmutz oder gebombt. Die Kunst ist, dass der Name überall steht. Unsere Art von Bombing ist oft darauf ausgelegt, so schnell wie möglich zu malen. Und wir haben angefangen so zu malen, weil es einfach am sichersten ist. Aber in erster Linie war immer schon wichtig auch, wie gut deine Sachen waren. Egal, ob du gebombt hast oder ob du Hall of Fame gemacht hast. Wenn du gut warst, hast du Respekt gekriegt. So. Das ist wie eine Schallplatte. Also, weißt du, was nützlich ist, wenn du 10 Rap-Platten rausbringst und die landen irgendwo in den Krabbelkisten auf dem Flohmarkt ganz hinten für 50 Cent so? Bringst du lieber eine coole Platte raus, die bei eBay für 100 Euro weggeht. So, weißt du, was ich meine? So ungefähr als Vergleich. Also ich bin der Meinung, man muss beides bringen, Qualität und Quantität. Die meisten sind halt die Bomber und wollen dafür Anerkennung haben, aber kriegen es in der Regel nicht. Also man muss dabei auch schon echt gut sein. Keine Qualität ohne die entsprechende Quantität. Ich bin ein Freund der schnellen und einfachen Dinge. Ja, es hat halt viel mit Vorbereitung, mit wirklicher Arbeit und Überlegungen zu tun. Meines Erachtens nach sind wirkliche Sprüher, die Trainwriting auch extrem betreiben, meistens ziemlich gewiefte Menschen. Weil die lassen sich Sachen einfallen, um den Stressfaktor zu minimieren. Man muss sich auf jeden Fall mit dem Plan auseinandersetzen, wie das Ganze funktioniert, wie man abcheckt und was passieren kann. Es ist halt oftmals geht man völlig, weiß nicht, kriegt man einen Anruf 5 Minuten vorher, ist auf Arbeit, hektet nach Hause und nimmt sich 3 Cans und geht dann mit, völlig planlos und malt irgendeinen Humpen. Und andermals ist es dann so, dass man echt einen Monat lang plant irgendeine Action und weiß ich, die Cans schon 4 Wochen vorher kauft und 70 Entwürfe hat, die man sich da zurechtlegt. Also da habe ich kein festes Schema, glaube ich, das ist mal so, mal so. Ich male eigentlich sonst, was Wandbilder anbelangt, male ich eigentlich fast immer Freestyle. Aber bei Train mache ich immer mit irgendwo. Also ich persönlich spare dadurch auch viel mehr Zeit. Ich denke mal, früher war die Vorbereitung ein bisschen intensiver und heute ist es eher so Alltag, dass man das einfach macht. So ist da die Routine drin, da ist dann nicht mehr viel Vorbereitung. Also für mich macht einen guten Zug aus. Klar, dass er fährt. Die Art und Weise, wie er entstanden ist, die Herausforderungen, der Adrenalinkick. Ja, und vor allem, dass er fährt. Klar, da sind wir wieder am Anfang. Also auf dem Zug, finde ich, sollte ein Piece leserlich sein. Also so, wenn das völliger Wildstyle ist, ein Zug soll ja erkannt werden, das wird ja den Namen weitertragen. Und dann finde ich schon, dass man es lesen sollte. Weil wenn du es nicht mehr lesen kannst und das Ding in 10 Sekunden vorbeifährt, dann hast du dein Ziel nicht erreicht sozusagen. Das muss eine schöne Linienführung sein, eine einfache Linienführung. Wenn du schaffst, ist der Buchstabe von sich aus tanzt, wie ein B-Boy-Charakter oder so, ohne da großartig irgendwie Pfeile ranzumachen oder Balken, dann hast du es auf jeden Fall geschafft. 3 Merkmale eines guten Zugs sind für mich Style, die Originalität, also des Backgrounds und des Drumherums und in gewisser Weise auch die Farben und die Sauberkeit. Aber das kommt erst an dritter Stelle. Also ein guter Style muss einfach mal innovativ sein, es muss ein eigener Style sein. Das ist, dass man von Weitem erkennt, egal was man für Buchstaben gemalt hat, aha, das ist von dem und dem. Ich meine, es geht ja nicht viel auf den Knopfdruck, aber so nach und nach hat man es dann schon drin, dass man irgendwie es so malen kann, dass man eben seine Persönlichkeit hat drin. Und das ist wichtig, denke ich mal. Ein guter Train lebt. Das sind nicht nur irgendwelche Buchstaben, wie sie heutzutage zu 95% hergestellt werden, sondern der lebt, der hat ein Eigenleben, der hat eine Atmosphäre, die ihn umgibt. Man spürt, dass das ein Train ist und nicht nur irgendwelche Farbe auf den Zug geklatscht, sondern dass jemand da sein Herzblut investiert hat, um anderen eine Freude zu machen. Ja, und so einen guten Train sieht man heutzutage halt leider selten. Deswegen, die Oldschooler, da hatte jeder Train seinen ganz eigenen Flavor. Das war wie im Wunderland.
Train machen ist einfach der Real Deal einfach. Und deswegen war das auch damals für die Straße so einfach auch der absolute, das absolute wahre Ding einfach so. Also für die Straße wurde eigentlich initiiert von einer kleinen Gruppe AGS und GFA-Leuten, die sich zuerst dort getroffen hatten, so, weil Friedrichstraße war ja ein Grenzübergang, der war Tag und Nacht auf. Da konnte man immer rund um die Uhr da sein einfach. Der Corner selber hat von 89 bis 96, sage ich mal, existiert. Das heißt, man muss sich schon mal im Klaren sein, dass es so ein längerer Zeitraum ist, wo einfach über Jahre hinweg dieser Treffpunkt für unterschiedliche Generationen von Writern einfach, das war der Treffpunkt. Da konnte man die besprühten Züge sich angucken. Da ist man hingekommen, da konnte man jederzeit hinfahren und wusste, da sind welche so. Ja, es ist halt immer Action gewesen. Weißt du, rund um die Uhr war das ja schon so, dass wir wirklich dann auch hin und her gepilgert sind. Die Stationen vor und nach Friedrichstraße waren halt gesperrte Ostbahnhöfe, wo der Zug nur durchgefahren ist. Dieser Wachschutz und die Bullen, die waren immer präsent. Die waren da immer vor Ort auch, aber es hat uns irgendwie auch anscheinend auch gar nicht gejuckt so. Wir haben über die gelacht. Wir haben die verarscht einfach. Herr Schwul! Herr Schwul! Yo! Also es war schon immer ein Katz-und-Maus-Spiel auf jeden Fall. Also die wussten ja auch Bescheid, wir waren jung. Wir haben, weißt du, die Berliner haben ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht. So. Wir haben immer offen geredet. Jeder wusste, dass Friedrichstraße da, auf die, da der Treffpunkt, das sind die Sprüher. So. Das haben wir doch so akzeptiert hingenommen. Und es hat Jahre einfach gedauert, bis diese Sachen sich auch so verändert haben. Weil einfach die Präsenz der Writer da immer so massiv war. Okay, Sie wollen nicht gefilmt werden? Okay, dann filmen wir nicht. Wir filmen Sie nicht. Okay. Das ist Reporter-Trick. Reporter-Trick. Ihr auch steht da, gehen wir schlafen, ja. Und wir konnten eigentlich machen, was wir wollten. So am Anfang hatten wir so, haben wir sogar die Züge einfach besprüht, während die im Bahnhof eingefahren sind. So, das war den Leuten egal, weil es gab ganz andere Probleme, als sich um Graffiti zu kümmern oder um da. Weißt du, das ganze DDR ist gerade den Bach runtergegangen. So. Und die Leute hatten alle ganz existenzielle Sorgen einfach. Weißt du? Wir haben die Situation einfach ausgenutzt in dem Sinne, sag ich mal so. Wenn man auf Nacht-Action war, so hat man, ist man dann um 10 oder 12 aufgestanden. Ist erstmal hingefahren so. Erstmal die Lager gepeilt. Vormittags um 12. Da waren die Leute, die Schule geschwänzt haben. Youngsters, ja. Youngsters. Ich auch. Dann ist man Dosen racken gegangen mit zwei, drei Leuten nachmittags. Hat Tags gemacht schon so. Hat dann vielleicht irgendwo noch mal zu Hause abgechillt so. Hat sich vorbereitet auf den Abend. Yo, yo, guck da rein, da alles sitzt so. Dann hat man meistens gesessen, eine Skizze gemacht oder so. Und dann ist man wieder zum Corner und dann ist man da losgezogen einfach. Und da hat ein Train gemacht oder irgendein Linepiece oder irgendwas. Das alles, was wir hatten, waren einfach nur Sprühdosen in der Hand und Stifte so. Die Friedrichstraße war einfach dann so fester Bestandteil des täglichen Lebens. Und das hat auch jeder so empfunden, jeder hat das auch gespürt. So. Jeder hat gespürt, jetzt geht was, hier geht was. Weißt du, das ist unsere Zeit, das ist unser Bahnhof. Und hatten einfach, sag ich mal, so diese jugendliche Kraft auch und diesen Idealismus, einfach auch und den Willen, etwas zu verändern, einfach, weißt du? Wir haben einfach Träume wahr werden lassen, so. Für uns Berliner halt, unsere Berliner Träume, so. Das heißt, alle Züge waren bemalt eigentlich, im Endeffekt ist alles gefahren. Ja, wir können wieder mitfahren. Können Sie nicht kurz warten? Wir sind aus Westdeutschland. Ja, wir sind aus Westdeutschland. Geh weg, geh weg. Ja. Ja. Wir sind voll nett, junge Frau. Bleib alle hinter mir bleiben. Das ist einfach passiert. Man kann glücklich gewesen sein, dass man das auch in dem Moment so ausgereizt hat. So, weißt du? Das Kripo-Mexe, richtig hier mit Mio, ich habe gesehen, drei Mann. Wir haben alles vor den Augen, vor den Bullen gemacht, vor dem Wachschutz. Und da wurden auch Leute oft weggecasht, einfach so. Das war Tag und Nacht, waren Leute da. Und das war normal, dass da jemand mal erwischt wurde. So. Das gehörte zum Spiel einfach. Renn weg, Mann! Hier ist Kripo. Das ist hier überall Kripo, hier alles Kripo, Alter. Man wusste ja auch, du wirst erwischt.
Und dann bist du eine halbe Stunde später wieder draußen und gehst wieder Friedrichstraße. Ich hab doch gesagt, ich hab sie gerade gesehen. Sie haben Rivo. Er auch. Ja, er ist auch Rivo, er ist auch Rivo hier. Du, Bastard, du. Hier, er hat Mikrofon hier. Stimmt's? Er ist Rivo hier. Ist doch egal. Ich denk mal, da wurden auch die Grundlagen gelegt für Berlin, so wie man es heute kennt. Für eine Graffiti-Mega-City so. Einer der wesentlichen Grundsteine war dieser Corner auch. Dass sich überhaupt die Bewegung auf die Züge verlagert hat. Dass wir von unserer Wandkultur, sag ich mal, da auf die, dass wir da Tag und Nacht abgehangen haben, auf den Linien alles sich auch nachts abgespielt hat, so auf den Lines und so. Das war einfach, das war die Zeit unseres Lebens, denke ich mal so. Weißt du, die Zeit wird auch nicht mehr wiederkommen. So. Wenn du einen Zug in Berlin malst, da kann auf jeden Fall schon viel passieren, ja. Da können Leute kommen, die wollen dich verhaften. Da können auch Leute kommen, die hauen dir mit einem Knüppel eins auf den Kopf, ja. Weil du gerade da malst. Also man sollte sich der Gefahr schon bewusst sein, wie, wo und was man macht. Das ist schon mit dem Risiko verbunden. Halt immer auf der Suche nach geeigneten Spots. Das heißt, viel rumfahren, viele Stellen angucken, ja, extrem viel Zeit investieren. Na, wir checken meistens ab, indem wir so ein paar Tage vorher gucken, was los ist. Und dann ist es eigentlich eine Instinktsache. Wenn man ein gutes Gefühl hat, geht man ran und wenn nicht, dann lässt man es. Oder man macht halt noch schneller. Ja, man hat es ein bisschen im Blut. Wenn man sich jahrelang immer wieder die Stellen anguckt und auch malt, dann kriegt man auch ein Gefühl für Stellen und weiß, was geht und was nicht geht. Damals wie heute war es für mich nicht allzu schwer, Stellen zu finden, weil ich nie viel Zeit gebraucht habe. Da und weg. In der Hall of Fame hast du einfach so viel Zeit, dass du einfach mit deiner Zeit nichts anzufangen weißt. Du kannst alles machen, 1000 Pfeile, 50 Pfeile, 500 Verbindungen, 3000 Backgrounds, Designs, egal was ihr wollt, könnt ihr dazu machen. Aber am Zug, du hast 3 Farben, du hast 7 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Du nimmst dir die Zeit so, wie du sie brauchst zu dem Zeitpunkt. Du suchst dir natürlich auch die Stelle aus, wo die Stelle halt interessant für ist. So. Na, der Zeitfaktor ist das, worauf es ankommt. Ich meine, wenn man mit Kumpels telefoniert oder halt dich abspricht, dann ist in der Regel das Erste nicht, wo es hingeht, sondern wie viel Zeit haben wir. Man weiß, was man einpacken muss und dann wird in den Kategorien 10er, 20er, 30er, 40er gerechnet. Oder dann wird vielleicht noch ein Plus rangesetzt. Man weiß, okay, man macht so lange, bis der Arzt kommt. Das ist halt unterschiedlich. Also damals in Berlin hattest du eigentlich die komplette Zeit der Welt zwischen der Zug fährt rein und der Zug fährt raus. Weil Layup-Licht war aus, Zuglicht war aus. Die Gegend war sowieso dunkel so, der Train stand da, keiner war da. Du hättest mit dem Ding wegfahren können. Wir haben damals Yard-Partys gefeiert. Wir waren mit 30 Leuten im Yard und haben den Zug von hinten, von innen und von außen bemalt. So, wir waren total betrunken, das heißt, wir waren total laut. Wir haben eine Party in den Yards gefeiert. So. Und es war definitiv einfacher, denke ich, als heute. So. Ich habe mal Erkner einen Vulkan gemacht. Da kannte ich noch nicht mal ein Fat Cap und da habe ich alles mit Skinny Cap ausgefüllt. So. Damals haben wir es noch Boss Cap genannt, weil wir es vom Boss Deodorant immer abgemacht haben, so, weißt du? Und also ich weiß nicht, ob du heute noch eine Stelle findest, wo du 6 Stunden lang einen Hulkar malen kannst. Also. Im Allgemeinen kann man es gar nicht sagen, wie viel Zeit man hat. Es ist einfach stellenabhängig. Wenn du dich gut damit befasst, dann hast du auf jeden Fall eine halbe Stunde Zeit bei der S-Bahn bzw. U-Bahn. Oder auch 45 Minuten. Es ist mit einem riesen Arbeitsaufwand verbunden und das Risiko steigt halt von Jahr zu Jahr. Auf mich hat eigentlich dieser Zeitdruck immer einen ganz positiven Effekt, weil ich mich dann erst recht gefordert fühle, in der kurzen Zeit da auch wirklich was Richtiges hinzuzimmern. So.
Als ich angefangen habe, haben die gesagt, U-Bahn gehen bald nicht mehr klar. Ich sag mal, 2009 ist wieder mehr U-Bahn gemalt als je zuvor. Also geht immer auf und ab, kann man gar nicht sagen. Ist immer das Gleiche, musst du Arbeit reinstecken und kriegst auch, was du willst. Also angefangen haben wir eigentlich, indem wir schnelle Streetbombings gemacht haben. So. Und das haben wir dann einfach auf die Züge übertragen. Wir haben die Notbremse gezogen mitten auf dem Bahnhof und haben dann die Holcars gemacht und sind weggebottet, bevor irgendjemand was machen konnte. Aber im eigentlichen Sinne kommt es von der Straße, vom Streetbombing. Also unser Motto ist in dem Sinne einfach auch organisierte Dreistigkeit. So, wir organisieren unsere Dinge richtig gut und sind dabei dreist. Wir ziehen unser Ding durch und sind dann so schnell es geht wieder weg. Die Bullen brauchen einfach mindestens 3 Minuten, bis sie da sind. Also die Polizei ist schon lange nicht mehr mein Freund und Helfer, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr lange her, dass ich mal Polizist werden wollte. Das war noch vor der Zeit, bevor ich anfangen wollte zum Sprühen. Und mittlerweile ist die Polizei halt... Naja, der Gendarm, von dem man aufpassen muss. Man kennt sich sozusagen, dass man weiß, okay, den Leuten geht man aus dem Weg. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt total ein Problem damit. Ich meine, die müssen ja hier irgendwo ihren Job machen, wir machen unseren Job. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Graffiti, so wie sie damals noch hieß, wurde 1994 ins Leben gerufen, weil das Delikt aus Amerika langsam nach Europa überschwappte und in Berlin ein Ausmaß annahm, dass in besonderer Weise polizeilich darauf reagiert werden musste. GIP steht für Graffiti in Berlin. Das ist ein Haufen keine Ahnung, intoleranter Typen so ungefähr. Also, die sollte es besser nicht geben, würde ich mal so ausdrücken. Gehen Sie bitte von einer gedachten Größenordnung von 20 Beamten aus. Allerdings unterliegen wir auch seit Jahren dem Verwaltungssparen, sodass die tatsächliche Personalstärke natürlich auch Schwankungen unterliegt. Wir könnten natürlich gut und gern mehr Beamte beschäftigen, als wir tatsächlich im Dienst haben. Auf jeden Fall ist die GIP das, was wir Soko nennen, schlichthin. Und sind die Jungs, die halt sowohl nachts unterwegs sind und unser Leben schwer machen, als eben auch am Schreibtisch sitzen und dann halt sich unsere Fotos angucken müssen. Unsere Sachbearbeiter stecken besonders in der Materie, kennen sich mit der Szene aus, mit den Erscheinungsformen von Graffiti, mit dem, was als Beweismittel taugt. Und ansonsten arbeiten wir wie jede andere Ermittlungsdienststelle, indem wir Anzeigen entgegennehmen oder selber fertigen, die Täter versuchen namhaft zu machen und unser Ermittlungsergebnis dann der Staatsanwaltschaft mitteilen. Was man sagen muss, die kennen sich ganz schön gut und schnell auch immer aus in der Graffiti-Szene. Also die wissen genau, wer hängt mit wem rum, wer macht welchen Namen und so. Wir halten uns an den Spots auf, an denen auch die Täter zu erwarten sind, an Treffpunkten und an Veranstaltungsorten, um möglichst viel über Inhalte und handelnde Personen in Erfahrung zu bringen. Na, die probieren dir Sachen nachzuweisen. Ja, die forschen und beobachten dich ab und zu, laufen dir hinterher ab und zu und ja, man kennt sich, ja, wenn man länger dabei ist. Ja, man muss schon damit rechnen, auf die zu treffen, wenn man Train malen geht. Beziehungsweise, dass die irgendwo rumlungern, nachts die Spots abfahren oder an den Schächten schnüffeln, ob es irgendwo nach frischer Farbe riecht. Ja, die sind halt allgegenwärtig in der Nacht im Endeffekt. Ich war mal mit Wesp Grunewald malen und da war die Soko drinne. Wir haben das irgendwie gecheckt und dann haben wir das Auto von denen vorne gesehen und haben den ein paar Tags aufs Auto mitgekriegt. Haben uns versteckt und gesehen, wie die dann mit Vollspeed rausgeheizt sind und einfach mal richtig abgekotzt haben darüber. Man hatte mal davon gehört, wir haben gehört, so die GIP wäre da, die GIP ist da und die GIP macht dies, man muss aufpassen und das und jenes. Wirklich interessiert hat es mich nicht und ich glaube auch andere Leute aus meiner Crew nicht.
Also wir haben durch die Reaktion aus der Szene seit 1994 schon festgestellt, was man uns wahrnimmt. Wie immer wirkt es sich aus, wenn eine spezialisierte Polizeitruppe aufgestellt wird und dann ein bestimmtes Phänomen besonders verfolgt. Das wirkt sich dann in entsprechenden Aufklärungen und Erfolgen aus. Das spürt dann auch die Szene. Und wir haben zumindest im Internet oder auch bei einzelnen Ansprachen schon gemerkt, dass wir uns bemerkbar machen, dass man immerhin den Respekt und gelegentlich auch Ängste vor unserer Truppe hat. Also die Wirkung ist nicht ausgeblieben. Früher sind wir nicht mit Hassmasken reingegangen und haben uns nicht vermummt einmal. Heutzutage vermummen sich die Leute. Heutzutage gibt es Handys, das gab es früher auch nicht. Man vernetzt sich einfach besser, man wird vorsichtiger. Die machen halt einen normalen Polizeijob. Die sind ein bisschen überbesetzt meiner Meinung nach. Ich denke mal, die könnten viel besser andere Verbrechen aufklären. Ich meine, denen ihre Aufklärungsrate ist ja auch nicht so groß. Also eigentlich ist dieser Verein ein bisschen karnevalsmäßig. Die Erfolgsquote darzustellen ist nicht ganz so einfach, denn zum einen haben wir ein Gesamt-Berlin betreffendes Fallzahlenaufkommen und die Aufklärungsquote liegt, wenn man die Gesamtstadt betrachtet, bei etwa 25%. Wer es wirklich ernst meint, den stört auch so eine Gip nicht. Also, man kann damit leben, gibt es bestimmt einige, die damit nicht so klar kamen, aber ansonsten war es keine Bedrohung für die Graffiti-Szene. Also, Berlin ist da viel zu hardcore für, anstatt dass so eine Gip ein aus dem Konzept bringt. Es gibt in Berlin mittlerweile sowohl Kameras in den Yards, Bewegungsmelder, Wachschutz, gelegentlich Leute, die im Gebüsch hocken, sowohl Wachschutz als auch Polizei, was dann meistens halt die Leute von der GIP sind, manchmal normaler BGS. Also es gibt von allen so ein bisschen immer wieder, man muss irgendwie mit allem rechnen, das macht es nicht wirklich einfach, aber man kennt halt so die Probleme und darauf kann man eingehen. Wir nutzen alle Technik, die zu Gebote steht. Da kommen insbesondere die Videoaufzeichnungen im Bahngelände und im öffentlichen Raum in Betracht. Das ist nicht zweckgerichtet wegen des Graffitis installiert worden. Da gibt es ja andere Gründe und Hintergründe. Aber wenn es solche Aufzeichnungen gibt und wenn die hilfreich sein können für den Fortgang der Ermittlungen, dann machen wir sowohl diese Aufnahmen zunutze, als auch DNA-Spuren, die wir finden können an Dosen, Handschuhen und an allen möglichen anderen Gegenständen, die der Täter berührt hat. Also die Kriminaltechnik, überhaupt Technik, kommt so umfassend zum Einsatz, wie sie sich als tauglich anbietet. Man nimmt die halt hin, alles entwickelt sich halt irgendwie. Man selber wird ja auch nicht dümmer und ja, genauso ist es halt auch auf der anderen Seite. Und daher ist halt eine Entwicklung auf beiden Seiten, das demotiviert eigentlich kaum. Mittlerweile ist natürlich die Überwachung auch mitgestiegen. Ich meine, es geht ja nicht nur gegen Graffiti, es ist gegen Terror und alles. Und dann ist man in einer Schiene einfach mal ratzbatz drin. Ich meine, wir machen Farbe, aber wir rennen halt auch maskiert rum und könnten hier genauso Bomben legen. Ja, wir haben zum Beispiel einmal die Kanzler-U-Bahn bemalt. Und an das Ding mal daran zu kommen, das war nun wirklich nicht so einfach. Du solltest einen guten Anwalt kennen, du solltest deine Dosen putzen und du solltest dir die Stelle auf jeden Fall gut anschauen, bevor du es machst, weil ja, die Herren von der Polizei, die sind auf jeden Fall gut hinterher so.
Man kann natürlich auch immer das Risiko durch eine gute Planung, durch eine gute Durchführung auch etwas mindern. Dennoch bleibt immer ein Restrisiko, aber das ist ja auch irgendwo im Endeffekt sogar erwünscht, weil das gibt einem dann ja auch den Adrenalinschub so dabei. Das ist einfach die Sucht, dass man weiß, okay, man will den Spaß haben, man will sich hinterher auf die Leine stellen und sich freuen und dann nimmt man so einiges in Kauf. Ja, für mich speziell war das nie dieser Adri-Kick beim Trainmalen. Ja, die Bereitschaft, Züge anzumalen, war in erster Linie, dass es einfach ein geiles Medium ist. Ja, dieses Medium kann man einfach nur illegal malen, also muss das Risiko sein und das ist einfach ein Zwang. Ich hatte mehrere Sachen, wo sie uns gechased haben, irgendwie, wo sie uns fast gebastelt hätten. So. Und das sind dann eigentlich immer so die krassesten Momente, so, wo der Adrenalin komplett hochsteigt und du denkst so, ey, scheiße, Mann, jetzt haben sie sich gleich, oder scheiße, ey, mein Piece ist nicht zu Ende. Scheiße, ich muss nochmal wiederkommen oder ich muss den Train hinterherfahren. Das hatten wir auch schon, so, wo wir Trains hinterhergefahren sind, von Charlottenburg bis nach Lichtenberg und haben dann den Train da zu Ende gemacht. Also so eine Geschichten kamen halt schon öfters von. Ich glaube, so, wenn du abhauen musst, so, ist es halt immer der krasseste Moment. In Sachen Züge habe ich mich von anderen Leuten beraten lassen, die mehr Erfahrung hatten. Ist doch kein Kinderspiel, so, da ist auch wirklich Strom drauf und es gibt einige Leute, die davon schon gestorben sind. Man sollte mit so einem Zeug auch nicht spielen. Die setzen sich an den Bahnanlagen sowohl über Tage als auch unter Tage den Stromschienen aus. Müssen über Zäune kriechen, über Weichen hinwegsteigen. Es besteht häufig laufender Zugverkehr und da wird so viel riskiert, um möglichst viel Fame und Ruhm zu erlangen und an besonderer Stelle, an exponierter Stelle sich zu verewigen, dass wir tatsächlich jedes Jahr Todesfälle zu beklagen haben durch unvorsichtiges Vorgehen. Allerdings bei diesen Todesfällen gibt es auch einen beklagenswerten Unfall, den ein Polizeibeamter erlitten hat, als er nämlich fotografische Aufnahmen gemacht hat von einem dieser Tatorte, kam er auch mit einem Zug in Berührung und das hat er nicht überlebt. Davor kann man nur warnen. Viele riskieren wirklich Kopf und Kragen, auch um an Fassaden hochzuklettern oder über Brücken zu steigen, nur an einer bestimmten Stelle weithin sichtbar und als etwas besonders geltend ihr Tag anzubringen. Es hat sich halt jetzt auch so ein bisschen so eingespielt, dass man viel schnellere Pieces machen muss, also man muss viel schneller fertig sein. Manchmal macht man auch ein Piece zu zweit, dass man irgendwie in 10 Minuten fertig ist. Oder bombt auch ein Train nur irgendwie, während er hinten im Bahnhof reingeparkt ist und die Leute ein- und aussteigen, da macht man dann schnell ein Bild dran. Und man muss sich so die Lücken suchen halt irgendwie, wenn mal vielleicht irgendein Wachschutz nicht am Start ist oder keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Kamera ausschalten oder sowas, aber die Sicherheit hat extrem zugenommen zu früher. Wenn man sich ein bisschen vertieft in die Sache und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, findet man auf jeden Fall noch Sachen, die man machen kann. Aber die guten Aktionen werden seltener. Klaren Kopf behalten ist richtig wichtig. Auch Situationen gut überblicken. Lieber nochmal 20 Minuten mehr checken, als hektisch rangehen. Klaren Kopf behalten. Man muss schon viel Zeit aufbringen, um noch eine Lücke im System zu finden und nicht jeder weiß über die Technik Bescheid und das ist auch gut so. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwann mal gar keine Eisen mehr klar gehen, weil es gibt immer so viele Stationen und so viele Ausnahmesituationen, dass immer irgendwas klar gehen wird. Ja, und dann hat es erstmal richtig Spaß gemacht, dieses Katz-und-Maus-Spiel zu machen. Weil das ist ja eigentlich auch eine faire Sache. Ich bleibe ja voll lange an einer Stelle stehen und kann mich lange genug beobachten oder so halt. Und dann ist es so ein fairer Ausgleich zu dem und dann abzuhauen und dann sein Bild dort stehen zu haben. So ist ja nicht, soll ja was Freudiges sein, so soll ja ein bisschen Abwechslungs Reiches bringen, so ohne dass du denkst, so, oh, jetzt muss ich mir eine Werbung angucken, ich muss jetzt was kaufen oder so. Das sollte der ja nicht sein. Sollte ja nur so sein, von meiner Sicht her kann ich ja immer nur reden, wie als wenn ein bunter Vogel hat bunte Kacke gemacht, sozusagen. So.
Also früher in Berlin hier, also gab es eine Leittafel, die in jeder U-Bahn hing. Da drauf stand, über Kunst und Geschmack kann man geteilter Meinung sein, nicht über Vandalismus. Was ist Kunst? Was ist Geschmack? Was ist Vandalismus? Vandalismus, eine gelbe U-Bahn fahren zu lassen mit einer Werbung drauf, die man vielleicht gar nicht mag, ist doch auch Vandalismus. Also Graffiti ist für mich eigentlich beides, Kunst und Vandalismus. Einerseits freut man sich natürlich, wenn man einen schönen Panel malt, der genau seinen Ansprüchen, also die Ansprüche erfüllt, die man da reinsteckt. Andererseits freut man sich teilweise natürlich auch, wenn man jetzt wochenlang an irgendeiner Stelle gesessen hat und die Checker halt nicht gegangen sind oder sowas, wo man dann einfach hinrennt und in 2 Sekunden die Bude einfach wegrummt und das im Endeffekt völlig hässlich ist, aber gibt einem halt trotzdem ein Gefühl von Freude, sag ich mal. Aber natürlich ist es traurig, wenn man dann nur verbinden kann, da ist eine Sitzbank rausgerissen, das waren die Graffiti-Leute oder dies und das und so. Und dann kann ich das auch verstehen. Ist auch nicht meine Welt. Oder Scheiben zerkratzen ist auch nicht meine Welt. Das ist auf jeden Fall eine Art von Kunst, ist wie Kalligrafie, nur in einem größeren Stil. Es hat mit Typografie zu tun. Es ist eine Art Design. Man beschäftigt sich mit Form, Fläche und Farbe und man lernt im Endeffekt unter Druck zu arbeiten. Es arbeitet der Graffiti-Sprüher eigentlich nicht anders wie ein Künstler. Bloß, dass vielleicht der Künstler irgendwelche Zertifikate hat, weil er das in irgendeiner Schule gelernt hat oder hat es nicht gesehen, so, weißt du? Wir lernen es halt von der Straße. Also ich will sowas wie Kunst machen, wenn man das so definieren müsste. Dann sollte es Kunst sein, damit es einen Wert hat, der wahrscheinlich so, wie es betitelt werden könnte, als Kunst. Ne? Ist ja nicht einfach so, ich will jetzt was kaputt malen oder so, geht der falsche Richtung. Graffiti ist wie so eine Einstiegsdroge in die Kunst. Weil auf dem öffentlichen Weg wird man ja heutzutage nicht mehr gefördert. Es gibt kaum noch Jugendhäuser und wenn, steht da höchstens ein Billardtisch drin. Weil wer wird schon Profi-Billardspieler werden? Ich lebe einfach für den Bleistift zum Zeichnen. Und so ist Graffiti halt einfach ein Stück von meinem Leben, was ich damit ausfülle, indem ich mich selbst verwirkliche. Der Übergang zur Kunst von Graffiti auf Leinwand malen oder eine Skulptur herstellen ist einfach fließend. Ja, heute ist es so, dass ich von meiner Writing-Kunst, sage ich mal so in Anführungszeichen, dass ich davon leben kann. Aber ja, angefangen hat auch für mich alles auf Trains. Hier sind der erste U-Bahn-Hooker, den wir gemacht haben damals, vor 20 Jahren oder 21 Jahren mittlerweile, den Interfilm Express und dann auch die ersten One-Man-Hulkas mit Cage noch unterm Polizeipräsidium, Platz der Luftbrücke, Stop Toys on Train. Das waren damals noch spektakuläre Actions so. Die Trains haben mich, ich habe angefangen, also die Trains haben eigentlich meine Leidenschaft geweckt, in dem Sinne richtig, richtig krass reinzuhauen, was das Malen betrifft so. Wenn viele Leute so ein bisschen dahinter steigen, was da eigentlich los ist, also dass Leute dafür richtig eine Leidenschaft haben, dass sie daraus Jobs entwickeln, dass irgendwie da eine Industrie hintersteht, dass es halt nicht dieses ist, so rausgehen und kaputt machen, sondern dass es eine eigene große Welt ist, dann fangen sie an, so ein bisschen nachzudenken und oftmals auch zu verstehen. Wo viele Außenstehende auch einfach nicht verstehen können, warum du das überhaupt machst. Weil du kein Geld kriegst, weil du nur Geld ausgibst, weil du Anzeigen kriegst, weil du dies und jenes bekommst. Aber am Ende ist es einfach die Liebe zur Farbe. Mehr ist es nicht. Aber das reicht auch. Also früher war es mir so, ich wäre ohne ein Fotoapparat nicht losgegangen. Ist kein Fotoapparat dabei, gehe ich nicht springen. Ganz einfach. Da gab es für mich auch gar keine andere Sache, weil wenn ich da schon hingehe, dann will ich davon auch ein Foto haben. Sonst brauche ich das gar nicht machen. Das ist ja ansonsten wie in die Luft gesprüht. Man muss auf jeden Fall alles, was man macht, dokumentieren. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und gerade was Zugmalen angeht, ist ja bekanntlich nicht viel, was davon übrig bleibt. Also ist die Fotodokumentation extrem wichtig, dass man den Wert des künstlerischen Schaffens auch mitnehmen kann. Alles Malen ist ja das, eigentlich das, wofür man malt. Damit man früher oder später irgendwann mal über seinem Ehebett halt einen krassen Panel zu hängen hat oder sowas. Irgendwas will man ja haben. So. Man
vom Fahrfaktor kann man ja nicht mehr ausgehen. Ist ja sofort wieder weg, der ganze Mumpitz. Also ich persönlich dokumentiere meine Sachen auf jeden Fall, weil es auch so eine Art Tagebuch ist. Und jedes Mal, wenn ich in meine Bücher reingucke und gucke mir die Fotos an, habe ich auch gleichzeitig voll die Zeitebene, wie es damals war. Zu dem Zeitpunkt ist schon ein Hammergefühl. So. Weil für mich persönlich ist es ein Tagebuch ohne Schrift, also sondern nur mit Fotos und halt das, was du halt gemacht hast und reingeklebt hast. Und du weißt, was zu dem Zeitpunkt abgegangen ist, wo du die Dosen vielleicht noch her hattest. Wenn, zum Beispiel, wenn ich ein altes Piece sehe, so, mit diesen typischen Stinnes-Baumarktfarben und so, wie es damals noch so ein anderer Baumarkt war, dann weiß ich genau noch, wie ich die da gerackt habe und hast nicht gesehen. Lustige Erinnerung. Also ich klebe auch zum Beispiel in meinem Blackbook auch Posse-Fotos rein, so, mit den Homies, mit denen ich zu der Zeit gechillt habe oder die dann vor dem Bild vor Ort mit dabei waren und so. Und das halt, sind halt schöne Erinnerungen. Also ich sprühe selber gar nicht, aber ich fotografiere seit vielen Jahren Graffiti in Berlin. Und im Laufe der Zeit ist da ein Archiv entstanden, das mittlerweile so rund 70.000 Bilder umfasst. Ich fotografiere vom Tag übers Bombing, Trains, legale Bilder, eigentlich alles. Das Besondere an meiner Sammlung ist, dass ich die Sachen sehr gut wiederfinden kann. Ich habe nämlich jedes Foto verschlagwortet, kann dann gezielt nach Bildern suchen und weiß, wo ich die wiederfinden kann. Ich glaube, es wäre extrem schade, wenn man zum Beispiel Amok-Pieces aus dem Bundesplatz oder ein Check-Train mit einem Kürbis drin, ein Part-Train von Serre in Schöneweide mit den ganzen neuen Isodur-Farben oder lauter so kleine Meilensteine in der Berliner Graffiti-Kultur, wenn es die nicht auf Foto gäbe, das würde gar nicht auch so diesen Spirit am Leben erhalten. Selber Sachen irgendwie festzuhalten ist wichtig für mich, so, weil ich mich irgendwann mal daran zurückerinnern möchte und vor allen Dingen auch meinen eigenen Kindern zeigen, was hat der Vater gemacht, was hat Papa gemacht, so, schau mal an, so, ist schon wichtig. So. Von meinen eigenen Zügen Fotos zu machen, ist mir eigentlich nur dann wichtig, wenn mir das gefällt und ich sage, ja, das war ein gutes Ding. Manchmal komme ich morgens nach Hause und sage mir, naja, jetzt legst du dich mal lieber hin und das Foto ist nicht ganz so wichtig. Also das ist ganz unterschiedlich. Es ist so schade, wenn man sich den Arsch aufreißt und am Ende nur ein hässliches Nachtfoto hat oder so. Und gerade Züge, also in Berlin hast du ja die Möglichkeiten, vor allem bei S-Bahn, dass die mindestens einmal durch die Gegend rollen. Und das rundet die ganze Aktion ab, wenn du irgendwie ein geiles Flavor-Foto mitten in der Stadt hast oder mit ein paar Leuten davor. Da ist dann auf jeden Fall, ja, ist dann nicht zu toppen, es gehört irgendwie dazu. Für viele Sprüher ist es irgendwie egal, die gehen nach Hause und sagen, okay, ist egal, beziehungsweise sie haben ihre Kumpels, die Fotos machen. Ist natürlich dann auch schön, aber man muss sich auch da den Arsch aufreißen, das ist schon wichtig. Am Anfang hat man halt irgendwie schlechten Fotos von der Seite gehabt. Inzwischen findet man das reizvoll, an einer bestimmten Stelle zu fotografieren oder mit einem bestimmten Background. Das Licht spielt eine Rolle, wie fällt es auf den Zug überhaupt, was für eine Kamera benutze ich und vor allem ist es wichtig, wo wird überhaupt fotografiert? Man versucht natürlich immer, möglichst viele Varianten davon zu ergattern. Ist halt dieses Trophäenjagen-Ding. Man will immer noch ein Mehr, man will immer noch eine Idee, die man entwickelt hat, auf den Train bringen und noch ein Foto mehr haben. Diese Jagd nach einem Foto. Zum einen werden die Taten, die Bildnisse, das, was als Graffiti angebracht wird, natürlich von den Tätern selbst aufgenommen, um dann zu verbreiten, entweder in wenigen Druckwerken, die es aber auch gibt, oder im Internet, das ist die weit häufigste Gelegenheit. Die Magazine wurden dann mit der Zeit halt immer wichtiger und viele sind dann auch auf den Zug mit aufgesprungen, halt viele Fotos zu verschicken an Magazine, weil man wollte natürlich auch sein eigenes Bild im Magazin sehen. Magazine und Videos sind für mich persönlich wichtig, weil viele der Züge, die man gemalt hat, nicht fahren und dementsprechend das ein gutes Medium ist, um präsent zu sein und zu zeigen, was man gemacht hat. Drinne zu sein im Magazin heißt nicht, dass man gut ist. Definitiv nicht. Aber Magazine sind ja dafür da, auch Öffentlichkeitsarbeit nach außen zu liefern, um den Passanten bzw. den Menschen zu zeigen, was ein jemand dort macht. Ist eigentlich eine Sache, die Sprüher nicht unbedingt so wichtig sind. Mich haben Magazine nie interessiert. Also Magazine waren immer nur ein netter Nebeneffekt, aber die haben mich nicht interessiert, weil es
Es ist interessanter, irgendwie draußen die Sachen zu sehen, live zu sehen, als im Magazin. Also es gab Leute in Berlin, die haben massenweise Fotos verschickt, das war nie mein Ding. Bis heute nicht, also mich interessiert es nicht. Ich mache mein Ding für mich und für die Leute, die es draußen sehen. Der Rest ist mir egal. Im Laufe der Zeit auch dazugekommen ist, zu diesem ganzen Graffiti-Ding, war, dass sich irgendwann auch bestimmte Industriezweige dafür interessiert haben. Zum Beispiel gab es dann Mitte der 90er die ersten richtigen Graffiti-Dosen. Also es wurden praktisch von den Sprühdosenfirmen Sprühdosen hergestellt, die halt extra für Graffiti-Sprüher waren. Also bei uns ist es so, dass Großteil der Firma sind selbst aktiv, also ehemals aktive Sprüher. Deswegen sind wir selbst sogar ein Teil der Szene. Aber wir arbeiten auch sehr eng mit anderen Künstlern zusammen. Ob es jetzt ein Sponsoring ist oder auch im direkten Austausch, dass wir Leute mal einladen zu uns ins Werk, denen Dosen präsentieren und sie uns ein Feedback drauf geben. Also wir arbeiten wirklich da sehr, sehr eng zusammen. Boah, die Dosenverbesserung ist auf jeden Fall ein... Das kann man gar, also in Prozenten gar nicht beschreiben, wie gut die Dosen geworden sind. Die Dosen heutzutage, ein Traum. Es hat auch mit den Dosen immer mehr Spaß gemacht. Also wenn du irgendwie am Zug warst so und dann sind die Dinger nicht mehr verlaufen oder alles hat gedeckt so, du konntest halt ganz andere Bilder auf einmal machen so. Und das führte dazu, dass halt so dieser Bedarf und der Markt immer mehr gewachsen ist so. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Berlin ist sicherlich eine der Top-Städte, in denen Dosen verkauft werden. Paris werden viele Dosen verkauft. Also eigentlich sind das, sage ich mal, die Metropolen. Wobei unter den Metropolen stechen ganz klar Berlin und Paris hervor. Auch weltweit. Es ist schön zu sehen, dass die Industrie ziemlich viel sozusagen Hand in Hand gegangen ist und geguckt hat, was brauchen wir. Es gibt jetzt mittlerweile lauter Spraydosen, wo irgendwelche S-Bahn oder irgendwelche Gleise zu sehen sind, abstrahierte Züge und dergleichen. Natürlich ist es so, dass wir Dosen entwickeln, mit denen man sehr schnell arbeiten kann. Das liegt aber auch daran, dass sehr viele Sprüher einfach von der Art und Weise, wie sie sprühen, gerne schnell arbeiten. Also auch an der legalen Wand. Und dass diese Dosen dementsprechend auch sich besser eignen für sag ich mal, schnelles Arbeiten im nächtlichen Bereich. Aber wir entwickeln jetzt keine Dosen, die speziell, ich sage mal, speziell perfekt auf Zug Untergrund haften. Heutzutage gibt es verschiedene Sorten und man kann sich alles kaufen. In Agro-Berlin-Tüten verpackt aus dem Dosenladen sich Graffiti und Hip-Hop ins Wohnzimmer holen. Aber wenn man das alles selbst entdecken musste, dann weiß man das, glaube ich, auch viel mehr zu schätzen als die Leute, die heute erst damit anfangen. Früher war Graffiti selten und kostbar. Man wusste ja gar nicht, was es wo gibt. Man musste sich einfach alles noch selber beibringen und das selbst erkunden. Aber heutzutage ist Graffiti an jeder Ecke, in jedem Heft, überall, in jedem Musikvideo, ach, überall. Diesen Überfluss an Graffiti, den gab es früher halt nicht. Heutzutage fängt man an zu malen und hat, weiß ich nicht, 20 Hochglanzmagazine vor der Nase und sucht sich da eine Ecke raus und da eine Ecke raus und innerhalb von 2 Wochen kann man einigermaßen gut malen. Aber dieses Innovative ist halt, finde ich, voll verloren gegangen. Es gibt nur noch ganz wenige Leute, die wirklich sich von der Masse abheben und wirklich was Kreatives machen, finde ich.
Mittlerweile ist es natürlich so, dass Graffiti, meinetwegen wir saufen im Park oder Fußball ist, macht wahrscheinlich auch jeder dritte Junge. Aber die Frage ist wahrscheinlich eher, inwiefern man sich ernsthaft weiter damit befasst. Du musst halt gut mit einem Bleistift sein oder gut mit einem Kugelschreiber eine Skizze malen und gut auch mit einer Dose Schwarz einen geilen Style hinmalen, eine coole Outline machen so. Und das macht dann einen richtigen Writer aus und nicht, dass du irgendwie 1000 Dosen kaufen gehen kannst. Ich brauche einfach nur eine Dose und ein Cap drauf, das reicht. Ich brauche da nicht irgendwelche super Skinnies oder irgendeinen Scheiß. Also im Endeffekt ist es die Leidenschaft, die einen immer wieder motiviert, rauszugehen und neue Sachen zu machen. Auch wenn es irgendwann Routine wird. Das ist wie Arbeiten. Ich kann auch nicht 3 Wochenenden oder 3 Nächte lang vorm Fernseher gammeln und irgendwelche Drogen nehmen. Das ist irgendwie so ein innerer Trieb, der dir sagt, du musst es machen. Weiß nicht, weil es deine Arbeit ist oder so. Bei mir ist es eher so, ich möchte, ohne dass jetzt jemand weiß, dass ich das war, etwas hinterlassen, was denen auch gefällt. Von der Ästhetik der Schwünge, von den Formen, die ich dort hinterlasse. So ganz einfach. Und mit Graffiti ist halt natürlich die beste Variation. Macht halt am meisten Spaß, kann man endlos kreativ sein. Ich war auf jeden Fall immer drauf und dran, dass die Leute meinen Namen sehen. Und das ist auch der Drang, das zu machen. Also eigentlich geht's auch nur mit Graffiti. Also mit Buchstaben malen, finde ich. Actionbilder, bam. Wie Überschrift von irgendeinem Comic. Das ist dann so die Energie-Action-Ausdrucksweise. Wenn du da dran stehst und genau das Ding malst, was du jetzt malen willst, in dem Moment so die Katz-und-Maus-Anstrengung spüren und die malst du dann immer hin. Wie anstrengend das ist. Und das ist einfach so ein geiler Wahnsinn. Du hast was geschafft, was für normalen Menschen im normalen Alltag gar nicht möglich ist, gar nicht in seinen Gedanken zu verarbeiten ist. Da kommst du an irgendein Jahr dran, malst 40 Minuten und das Ding heizt eine Woche durch die Stadt, ohne dass du auch nur einen Pfennig Werbung bezahlt hast. Und es ist einfach herrlich. Im Tunnel zu stehen und eine U-Bahn zu malen, ist ein unvergleichbares Gefühl so. Das kann man nicht, dieses Gefühl kann man nicht umschreiben so. Einfach, wenn man auch das Gefühl hat, man ist frei so, weißt du. Es gibt nichts, also man hält sich an keinem, man macht das, worauf man Bock hat einfach. Dass man einfach kompromisslos ist und sich von diesem Bürokratie-Dasein einfach entfernt. Ich meine, man fragt ja nicht oder füllt vorher keinen Zettel aus, sondern man geht es ja schon ziemlich manuell an. Und dann ist natürlich auch dieser ganze Adrenalin- und Action-Kick mit der Stromschiene und dem Katz-und-Maus-Spiel und so, das ist natürlich alles dann noch wie ein Dessert, so weißt du. Nachdem du aber als Hauptspeise hast du dann natürlich deinen Zug, den du bemalt am Bahnhof einfahren oder sei es auch nur, wenn er zum Buff fährt oder sei es, du siehst ihn dann am nächsten Tag im Tageslicht im Yard stehen oder so, weißt du. Das sind Sachen, die machen einfach schon eine unglaubliche Faszination aus, so. Also wenn man auf dem Bahnsteig steht und seinen Train einfährt, dann ist es meistens so, dass man noch außer Puste ist von der Action, das T-Shirt ist nass geschwitzt, weil man sich krass beeilt und angestrengt hat und es hat sich alles gelohnt und man steht da und wird einfach überrollt von Gänsehaut, von so einem Gefühl, als wenn man im Paradies wäre und auf einmal bekommt man noch was Schönes zu trinken und zu rauchen. Das ist einfach das Allerbeste, weil man kann das nicht toppen. Ein Train, in dem man einsteigen kann, wo man mitfahren kann, das ist einfach das Beste auf der Welt. Ich sitz drinne! Ich bin drinne, Mann! Ich sitz drinne! Ich komm nicht klar! Ey, du weißt, dass du das warst. Das ist deins, das kann dir keiner nehmen. In dieser Nacht, die du geopfert hast dafür, war das deine Nacht. Egal, wer am nächsten Tag klingelt, egal, was übernächsten Tag ist, dieser Tag war dein Tag. Einfach nur dein Tag. Und dazu noch ein Dokument, Zeitdokument, wenn man ein Foto davon hat. Es
Wenn ich hier für Berlin sprechen darf, ist ja auffällig, dass es überwiegend Deutsche sind. Wir haben ganz wenig Jugendliche oder Heranwachsende mit Migrationshintergrund, auch weniger Frauen. Also männliche, junge Deutsche bedienen sich dieses Mittels, um Ruhm zu erlangen, um Bedeutung zu erlangen. Die müssen ja erstmal alle anfangen auf Null und dann sich aufarbeiten, bis sie dann einen gewissen Namen haben. Ne? Viele schaffen es nicht. Ich glaube, Fame ist so, dass das Nonplusultra, es geht eigentlich nur ums Fame. Normal so, du willst ja, dass jemand irgendwie dich sieht und dich wahrnimmt. So, und es dreht sich eigentlich im Writing oder im Bombing komplett um den Fame, um nichts anderes. Es geht darum so, hey, ich bin da so und nimmt mich wahr. Nimmt mich so, wie ich bin, weil ich bin ein Teil von euch, auch wenn ich anders bin als ihr, aber nimmt mich wahr. Und das willst du halt so oft wie möglich zum Ausdruck bringen. Deswegen ist Fame eine Grundlage, eine ganz wichtige. Graffiti hat immer was mit Aufmerksamkeit zu tun. Leute, die Langeweile zu Hause haben, müssen irgendwas fabrizieren, müssen rausgehen, müssen sich darstellen. Und da ist Graffiti schon der leichteste Weg, glaube ich. Also ich denke, als ich kleiner war und angefangen habe zu malen, war Fame schon ziemlich wichtig. Aber auch was Unerreichbares, dass man dachte, man, es wäre mal cool, wenn man so den Namen überall hat, so wie der und der. Ja, den Fame kriegt man ja mit den Jahren erst so, den kann man sich nicht erzwingen, so. Das kommt einfach dazu, man lernt Leute kennen und dann kommt das eine zum anderen. Heutzutage ist es eher so, dass ich sage, ich wechsle meinen Namen und ich will nicht, dass irgendwie ich wirklich Fame bin. Also ich habe den Fame, was soll ich damit? Kann man dafür nichts kaufen. Also Stefan wusste schon, was er für einen Namen sich erarbeitet hat im Laufe der Zeit. So. Das Problem war, dass es von der öffentlichen Seite aus nicht anerkannt wird. Sondern dass man den Namen nur in der Szene hat und den Namen nicht im normalen Leben irgendwie was bedeutet. Graffiti illegal ist schlecht, legal ist gut. Das will nicht paradoxerweise bei mir funktionieren, dass das eine Basis sein kann. Weil ich mache doch illegal manchmal bessere Bilder als legal. Obwohl das auch paradox eigentlich ist, in einer angestrengten Angstsituation oder sollte man Angst haben, Situation, so ein wunderbares Werk hinkriegt und in einer völlig entspannten Situation, aber sieht man ja jetzt schon, entspannt. Ist entspannt und angestrengt ist. So, das sind diese Unterschiede. Und wenn ich dann mit den illegalen Bildern an die Öffentlichkeit gehe, da würde ich in ein Fettnäpfchen reintreten, sehr wahrscheinlich. Oder in irgendeine Falle reinlaufen oder so. Du hast dein Stuff halt immer irgendwo anders, so kannst ihn nicht irgendwie mal so rausholen, weil er nie weiß, wann es klingelt oder ob es überhaupt mal klingelt. Ich muss immer die Sachen versteckt halten. Ich kann die nicht zu Hause mir an die Wand hängen und mich darüber freuen. Aber es ist okay. Es ist halt eine Sache, die mache ich für mich. An der freue ich mich. Das muss ich auch nicht jemandem zeigen. Das ist einfach, ich mache es halt nur für mich und das reicht mir auch. Jetzt, wo ich meine Bücher nicht mehr zu Hause habe, weil ich die ja sonst die ganze Zeit immer zu Hause hatte, ist es ein komisches Gefühl, aber dass es weg ist, dass ich da nicht mehr rankomme. So ist es dann auch langsam in meinem Kopf auch weg. Also vergesse ich dann einfach, dass ich so viele Bücher hatte oder so. Es gibt einige langjährig aktive Sprayer, die haben natürlich ihre eigene Handschrift, ihren eigenen Style entwickelt. Wenn man das zusammenstellen kann und schlüssig darlegen kann, dass das alles eine Urheberschaft hat, dann wird das auch zu Buche schlagen. Das gelingt nicht in allen Fällen und hier und da kann es auch in Zweifel gezogen werden, aber das ist natürlich Sinn und Zweck der Sache, die Gesamttatzusammenhänge einer Serie oder eines Darstellers zusammenzustellen. Also der ganze Verfolgungsdruck von der Polizei und so, der bringt dich irgendwann dazu, dass du anfängst, Fotos zu verstecken und die Fotos selber dann irgendwann nicht mehr wiederfindest, weil du das die ganze Zeit machen musst. Und allgemein kann man sagen, dass man einfach auch lernen muss, mit Angst und Paranoia umzugehen, wenn man halt immer illegal loszieht. Das ist auf jeden Fall fester Bestandteil. Damit muss man lernen, umzugehen. Ich glaube, die größte Schattenseite beim Sprüherleben ist einfach, dass man ständig übermüdet ist, dass man immer gerne schlafen würde wollen oder auch könnte, aber dass man eigentlich mal was zu tun hat. Ich meine, wenn man wirklich ein paar freie Minuten hat, geht mal los, guckt sich irgendwelche Sachen an, geht Fotos machen, besorgt sich Farben, was auch immer. Ist halt ein Fulltime-Job und wenn man dann nebenbei sein normales Leben auf die Reihe kriegt, ich glaube, ist das Problematischste irgendwie beim Sprühen. Man muss sich ja mehr oder weniger nach den Nahverkehrssystemen richten, wenn man Züge bemalen will, weil Züge werden ja auch nur zu bestimmten Zeiten abgestellt und das ist dann halt meistens nachts so.
Graffiti regelt dann auf jeden Fall dein Leben so irgendwie, ja? Also du musst dich einfach danach richten. Dass man einen ganz anderen Tagesablauf hat als andere Menschen, dass man auf Arbeit mit Augenrändern ankommt, dass man die Leute sich fragen, was machst du denn? Und einfach diese zweite Identität, die man aufbaut, dieses Schizophrene, was man, glaube ich, selber gar nicht so richtig mitbekommt. Und halt auch viel mehr Probleme kriegt, sich mit anderen Menschen, also zu, weiß ich nicht, auseinanderzusetzen oder auf die wirklich einzugehen, weil man im Endeffekt sich doch eigentlich hauptsächlich nur mit Sprühern beschäftigt, so. Du vernachlässigst deine Familie bzw. deine sozialen Kontakte oder die Arbeit oder das Arbeitsamt. Also dir gehen auf jeden Fall ein Haufen Sachen durch die Lappen so, ja? Man lässt halt oft dann die Sachen, die wirklich wichtig sind, im Hintergrund stehen. Und wenn man dann irgendwann aus dem Traum erwacht, dann merkt man, man hat eigentlich gar nichts. Wenn du ohne Maske malst, ja, also diese ganzen Abdämpfe und die Sprühgase und so oder in den Tunnel so, du atmest schon unwahrscheinliche krasse Blei und diesen ganzen Müll ein, dann kann auf jeden Fall gesundheitliche Schäden, weißt du? Dass man eine Menge Geld dafür ausgibt. Und dass man in dieses ganze Umfeld um Graffiti halt hineingezogen wird und teilweise halt auch in kriminelle Sachen, auf die man gar keinen Bock mehr hat. Der Stress mit Mullen natürlich. Also ich hatte in meiner Laufbahn schon mehrere Hausdurchsuchungen so und die passenden Gerichtsverhandlungen dazu. Am Anfang, als ich klein war, fand ich das natürlich immer imposant, so wenn die Polizei kam wegen ihm. So habe ich natürlich gedacht, so wow, was macht denn der, was läuft denn da? So, meine Mutter war natürlich von Anfang an auch besorgt. Meine Mutter war immer daran, mit den Leuten, mit denen er in Kontakt kam, im negativen Sinne, dass irgendwie die Wogen zu glätten, sozusagen. Und bei der GIP hat einmal ihr jemand wohl gesagt, aber wissen Sie eigentlich, was Ihr Sohn überhaupt nächtelang tut in Berlin? Wissen Sie überhaupt, was er treibt? Da meinte sie halt konsequent, er ist einer der größten Sprüher Berlins, größte Sprüher Europas. So. Der geht raus und macht Kunst. Und der Gipmann konnte wohl darauf auch nicht mehr großartig irgendwie was antworten oder was sagen. Obwohl man schon sagen kann, dass der polizeiliche Druck ein extrem hoher ist, den die meisten Leute nicht so einfach wegstecken können. Also für mich gab es auch extrem schwierige Zeiten. Weißt du, uns haben sie auch 2 Wochen lang komplett von morgens bis abends observiert und alles, um die Strukturen abzuchecken und so. Aber im Endeffekt konnten sie uns ja auch nicht aufhalten. So. Das ist ein Druck, den du grundsätzlich nie los wirst, solange du illegal aktiv bist. Da gibt es mittlerweile so viele Vereine vom Staat, die probieren, dich klein zu kriegen, bis das alleine schon eine Menge Druck ausübt. Wenn du Mitte 20 bist und den Leuten erzählst, dass du Graffiti machst, dann denken halt viele erstmal so, warum machst du das so? Das ist doch Kindergarten. Das ist, verstehen das halt gar nicht, haben gar nicht irgendwie den... haben sich halt noch nie damit beschäftigt und wissen überhaupt gar nicht, was das in dir bewegt, so, also worum es dabei geht. Bei einem Fußball spielen geht, saß er vor seinem Blackbook so ungefähr. Ne? Für mich war es mehr oder weniger Spielerei, Hobbyspielerei. Ne? Später sollte sich das ja ändern. Graffiti spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle, dadurch, dass ich es jetzt ja seit 21 Jahren mich täglich damit befasse. Es ist eigentlich, ich habe keine Freundin seit 21 Jahren, also ist somit eigentlich das eine der bedeutendsten Sachen im Leben halt. Also ich habe viele Länder und Städte dadurch gesehen, die ich nicht gesehen hätte, hätte ich nicht mit Graffiti angefangen. Eine Menge Leute kennengelernt, also Graffiti hat einfach mein Leben geprägt. Graffiti für mich persönlich bedeutet nur ein Wort, das ist Leidenschaft. Und das bedeutet es auch für mein Leben. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich brauche das zum Leben irgendwie so. Und genauso transportiere ich das in meine Styles. Das ist total wichtig für mich. Ohne Leidenschaft kein Style, ohne Leidenschaft kein Leben, ohne Leidenschaft kein Spaß. Heute ist es irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, auch eine grundsätzliche Lebenseinstellung geworden. So. Ich habe auch viel dafür aufgegeben, ich habe meine Schule dafür aufgegeben. Aber so wie man damals früher einfach gelebt hat, hat es alles einfach irgendwie nicht funktioniert. Morgens Train malen. Wenn du um 6 Uhr morgens eine Stunde lang einen Train gemalt hast, bist du danach nicht mehr zur Schule gegangen und so. Dein ganzes Umfeld und so. Man unterhält sich viel darüber. Das ist einfach eine Sache, wo ich viel Schweiß und Blut gegeben habe. Und mittlerweile ist es für mich Leben und Sterben dafür.
Graffiti ist für mich einfach mal Lebenslust, dass man wirklich merkt, man lebt, dass man sich einfach, sein Körper, wenn man nachts mit Adrenalin unterwegs ist, im Schacht oder irgendwo draußen, dass man merkt, nur ich und der Zug oder ich und meine Kumpels und jetzt die Namen hier auf den Zug rausschreiben, das ist irgendwie geil. So, dass man sagt, das ist das Leben, also das ist ein anderes Leben zu sagen, das ist das absolute Zweitleben. Wenn man es dann nachher schafft, dass man tagsüber halt zur Arbeit geht und einen guten Job macht und die Leute auf Arbeit niemals denken würden, dass man so irgendwie nachts mit einer Hassmaske durch die Gegend rennt, dann ist das schon ein ziemlich abgefahrenes Gefühl. Also nicht, weil man sich als was Besonderes fühlt, sondern wenn man einen Ausgleich zu seinem normalen, langweiligen Arbeitsalltag hat, dass man merkt, okay, ab nachts um 12 ist Feierabend und dann drehen wir den Spieß um und ich renne jetzt hier durch die Straße. Und das ist irgendwie Lebensenergie, da in einen reinfließt. Trainriding ist für mich Leidenschaft, Liebe, Action, Freundschaft, Gefahr, Spiel mit der Polizei, einfach geil. Und wenn man dann halt irgendwann mal älter wird und weiß ich und das halt eigentlich nicht mehr so wirklich machen kann, weil man vielleicht auch Stress hat oder nicht, erstmal überhaupt irgendwas zu finden, was vergleichbar ist von der Faszination und was einen irgendwie so erfüllt wie dieses Hobby, das ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Mir ist das momentan wichtiger als jede Frau oder jeder Job oder sonst was, ja. Also ich vernachlässige wirklich alles dadurch, ja. Und ich glaube, das ist so ein zweites Ich, was wahrscheinlich auch niemals irgendwie enden wird. Freundeskreis, der sich mit Graffiti jetzt nicht so beschäftigt, oder auch meine Familie, sind jetzt eigentlich nicht sehr darüber erfreut, wie sehr ich mich Graffiti hingebe. Obwohl sie sich über das Ausmaß dessen gar nicht bewusst sind und gar nicht wissen, wie viel Zeit ich da wirklich hinein investiere. Meine Familie, meine Freunde akzeptieren es und tolerieren es und sehen es ja auch, was ich für eine Energie da reinstecke. Und dann ist natürlich der Freundeskreis damit auch gewachsen. Mein Umfeld hat sowieso komplett gemalt. Von daher waren wir alles Partner oder Gegner manchmal auch. Und meine Mutter habe ich irgendwann gesagt, wo sie mich gefragt hat, so, wo ich jetzt um 11 hingehe. Ich meinte so, Mama, ich gehe jetzt den Zug malen. Dann hat sie nur gesagt, so, okay Junge, pass auf dich auf, weil ich werde den Zug nicht bezahlen. Man kriegt das nur mit, weil im Rucksack die Dosen rasseln und auch so für eine ganze sein Tun und Lassen, also hat man das mitbekommen. Er ist nach Hause gekommen zum Essen und Schlafen und das war es dann. Ich meine, zum Teil wusste ich natürlich auch, wenn er die Dosen dabei hatte, es geht jetzt los, immer spät abends. Ne? Da habe ich immer nur gesagt, pass auf, lass dich nicht erwischen. Im Wesentlichen hat man versucht, Graffiti von der Familie fernzuhalten, aber nach einer Zeit ließ sich das nicht vermeiden. Auf jeden Fall Hauslegen schief gewesen eine Zeit lang wegen Graffiti. Das gehört halt dazu. Es gibt da keine Sache der Welt, wo ich sagen würde, ich würde dafür aufhören mit Graffiti. Ja, das ist unmöglich so. Ich glaube, Stefan hat sich irgendwann verloren. Der hat irgendwann hat er, glaube ich, letztendlich dann doch gesagt, auch vielleicht nicht mit einer bewussten Entscheidung, aber das ist mein Leben so. Und das wird es immer bleiben. Und ich werde nie was anderes machen. Oder ich werde nie. Werd nichts anderes irgendwie nehmen, irgendwie ein neues aufbauen oder sonst irgendwas so. Und dann hat er sich, glaube ich, wirklich in den Buchstaben, in den Farben, auch in den Gerüchen und in dem Lack, hat er sich verloren. So. Und auch in dem ganzen Lifestyle, in dem ganzen Lebensstil, der mit dran hängt. So. Also ich glaube nicht, dass er sich in der Kunst verloren hat, sondern ich glaube eher, dass er sein eigenes Ich irgendwie aus dem Auge verloren hat oder so.
Also dadurch, dass er immer weniger da war und immer mehr für sein Sprühen gelebt hat, war er halt immer mehr Rutzt und immer weniger Stefan. Und ich wollte halt eigentlich Stefan und es gab auch andere Menschen, die den Stefan haben wollten. So. Aber irgendwann hat er sich, oder vielleicht konnte er am Schluss auch, wusste er selber gar nicht mehr, wer Stefan eigentlich ist. Und er wusste selber gar nicht mehr, was Stefan eigentlich bedeutet. So. Wusste nur noch, was Rutzt ist. So. Aber Rutzt alleine hat ihn nicht am Leben gehalten. Ja, Stefan hat sich am 29. August selber das Leben genommen, indem er vor den Zug gesprungen ist. Zwischen S-Bahnhof Priesterweg und Papeststraße. Das war in der Nähe von der Hall of Fame, die sich da auch befindet. Graffiti war Nummer 1 auf seiner Liste. Da kam meine Mutter nicht ran, da kam ich nicht ran, da kam keine Freundin ran, da kam Gott nicht ran, kam niemand ran. Ich weiß, ich erwähne Gott, weil er das in seinem Abschiedsbrief erwähnt hatte. Mein Fehler war, dass ich nicht an Gott geglaubt habe, sondern nur an Graffiti. Ein Leben ohne Graffiti ist sicherlich möglich. Damit muss man sich früher oder später wahrscheinlich eh abfinden. Man kann heutzutage einfach nicht mehr mit 40 noch irgendwelche Züge bemalen andauernd. Und ja, dem sollte man sich auch bewusst sein. Ich habe niemals so einen Stopp darin gehabt, was Malen angeht oder eine Pause oder Ferien oder Zwangsurlaub oder sowas, keine Ahnung. Deswegen, ich kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie es ist, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Jahr oder mehr nicht gemalt hätte. Was dann in mir los wäre, wie ich dann drauf wäre, wie ich dann alles anschauen würde. Ich würde natürlich eine ganz andere Sicht haben. Aufhören will ich eigentlich so gesehen damit gar nicht so, aber ich denke mal, früher oder später wird es sich nicht vermeiden lassen. Das ist einfach. Man merkt halt immer mehr, wie man ins Arbeitsleben reinrutscht und wie alles so dieser Trichter immer enger wird, in den man reinfällt. So. Und irgendwann man halt so einen geregelteren Weg gehen muss und halt die Ausflüge, die man sich dann mit seinen Freunden gönnt, halt immer weniger werden. So. Aber dafür werden sie auch immer was Besonderes irgendwie. Da ist in der Szene zu viel passiert, dass die einfach so arglos losgehen heute. Die überlegen schon, wann und wo und wie. Deswegen habe ich eigentlich heute auch keinen Anfall. Ich glaube, er würde kaum noch einen Zug sprühen wollen. Die Gefahr ist zu groß geworden, sagen wir so. Ich würde heute noch gerne jeden Tag losgehen und Trains malen. Ab einem bestimmten Alter sind die Strafen ja auch höher. Und wenn man dann erwischt wird, einfach die Konsequenzen, dann muss man halt besser überlegen. Wenn es mal klappt, klappt's, aber ich renne jetzt nicht mehr jede Nacht los. Also der Hunger ist eigentlich nie gestillt. Das ist halt ein bestimmtes Feeling, was man dann hat. Ich glaube nicht, dass ich jemals meinen Hunger nach Trains stillen könnte, weil ich immer wieder eine Skizze zu Hause zu liegen habe oder eine neue Skizze gemacht habe, wo ich denke, Mensch, die muss auf dem Train. Das würde mir gefallen. Oder ich habe eine neue Idee, die ich unbedingt durchführen möchte als Holkar oder irgendwas auch immer. Es wird, glaube ich, schwer, jemals da gesättigt zu sein. Also wenn ihr die Dinger fliegen lasst, Alter, selbst dann werden die gesprüht. Also hier kriegt kein Sprüher weg vom Zug, sage ich euch ernsthaft. Kein Startsprüher. Also das ist nicht machbar. Der Hunger nach Zügen ist eigentlich sofort da gewesen, nachdem ich die ersten Linien auf den Zug gebracht habe. So war mir eigentlich klar, so dass das ist, was ich machen will. Und danach hat es halt auch nicht mehr aufgehört. Das war halt so, okay, du machst die ersten Linien und du wirst die letzten Linien machen, wahrscheinlich, wenn es keine Dosen mehr wird. Du kannst zwar alles ins Trainwriting reingeben und du kannst deine ganze Kraft und alles Schöpferische, was du in dir trägst, Kreative in dir trägst, da rauslassen, aber du kannst nicht erwarten, dass irgendwas zurückkommt. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwann ein normales Leben führen kannst. So. Dass du irgendwann mal ein gesichertes Einkommen hast, dass du irgendwann mal eine schöne Wohnung hast, vielleicht eine schöne Frau hast und Kinder bekommst oder sonst irgendwas. Also das kriegst du mit dem Lebensstil, mit dem aggressiven Trainwriting, kriegst du es nicht vereinbart. Das klappt nicht. Und wenn du es machst, dann machst du es mit aller Konsequenz so.
aber sei dir genau darüber bewusst, was du tust und was du deinen Mitmenschen antust, was du deiner Familie antust, was du dir selber auch antust. Mit was bist du glücklich? So. Klar, wenn du mullerst, bist du wahrscheinlich total glücklich. Und wenn eine Aktion klargegangen ist, bist du auch wahrscheinlich glücklich. Wenn du deinen Zug rollen siehst, bist du wahrscheinlich auch glücklich und froh darüber. So. Aber ist das dauerhaftes Glück so? Ist das wirklich richtiges Glück? Oder kann Glück nicht auch heißen, irgendwie, das irgendwann mal jemandem zu erzählen? So. Ja, damals in Berlin habe ich gemullert. Damals sind die Trains rumgerollt. So. War eine geile Zeit. Aber mehr auch nicht. Auch nicht weniger.